Nein, er hat mich getroffen. Ich kann es nicht fassen. Er hat doch geschossen. Drecksack. Nimbus gerade wurde besiegt. Yay. Herz, genau. Ich glaube, meine Rennen war schon voll, aber ja. Irgendwas, feindliche Truppen, was nimmst gerade, wurde zerschlagen, bla blub. Was hat mich jetzt schon wieder getroffen? Was geht denn hier ab? Egal, da ist ein Herz. Bringen wir das wieder in Ordnung. Vorposten, Exalfos. Was zum Geier, warum habe ich dich gerade mit meinem Treffer nicht aufgehalten? Das hat er mich echt getroffen, ich kann es nicht fassen. Hier, nimm Schwert. Wie viel willst du eigentlich noch aushalten, Kollege? Ich finde das gerade nicht in Ordnung von dir. Möchte ich nur mal gesagt haben. Ist hier Volga oder so? Oder was ist der Drache, der hier gerade aufgetaucht ist? Ich glaube, das ist Volga. Und der ist auf meiner Seite. Interessant. Wieder was gelernt. Volga ist ein Wunder. Stimmen die gerade mein Hauptquartier? Die stimmen gerade mein Hauptquartier. Warum stimmen die mein Hauptquartier? Und warum bin ich nicht in der Lage, die aufzuhalten? Warum sind das so viele und... ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zu viel los. Irgendwie regnet es gerade Rubine. Was ist los? Ist das mein Rubintrank? Bringt der das? Ich habe gerade 16.000 Rubine. Alter Falter. Also, das ist jetzt irgendwie faszinierend. Und deshalb sind die auch silber und nicht grün wie sonst. Es regnet silberne Rubine. Ich bin glücklich. Silberne Rubine waren in Ocarina of Time 200 Rubine wert, das Stück, oder? Kollege, warum triffst du mich? Findest du das in Ordnung? Ich finde das nicht in Ordnung. Stufe erhöhen. Gut, dann ist meine Lebensenergie wieder voll. Weg. Ist das hier? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich müsste mein Hauptquartier verteidigen, immer noch. Rechts von mir ist ein Gegner? Wie kann da ein Gegner sein? Also laut Karte ist hinter dieser Wand ein Gegner. Und irgendwas ist in meinem Hauptquartier und kämpft dort. Wer rennt denn da rum? Hm? Ach, eine Nimbusgarde. Mhm. Hallo, Ritter von hinterm Hügel, du bist tot. Das Spiel hat gerade so ein ganz klein bisschen gelenkt, kann das sein? Das war ein bisschen im Zeitloop-Modus. Okay, Leute. Habe ich das Gebiet hier unten nicht gerade eben zurückerobert? Warum muss ich das jetzt schon wieder zurückerobern? Ich habe das doch gerade eben zurückerobert, oder? Ich hasse es, wenn ihr mich zuscheißt mit Strohstruppen. Wir hatten das letzte in der Darunia-Mission, ne? Da war es besonders brutal. Aber... dass das jetzt in der Link-Mission passiert, das kann ich gar nicht verstehen. Hier ist ein Leut, ein Typ, der Hilfe braucht. Gut. Ja, also gerade in der Link-Mission, wo ich mit Link doch so unglaublich viel Schaden mache und innerhalb von Sekunden ganze Gegnerhorden ausschalte, kann es doch nicht sein, dass die hier so vorrücken. Stirb! Wieso hast du meine Wirbelattacke überlebt? Das finde ich nicht in Ordnung. So, der ist auch hin. Und jetzt ist auch alles verteidigt. Wo ist der Weg? Hier ist der Weg, okay. Hinab! Da gibt es eine Fee. Die wollen wir haben, Fragezeichen, weil unten im gegnerischen Hauptquartier eine Fee gebraucht wird oder so. Müssen wir noch ein Gebiet erobern und dann ist wieder alles ein Buddha. Hier sind ja sogar Leute von mir, die theoretisch hier rumstehen und theoretisch was machen sollten. Wenn sie dann wollten. Ja, die sollten, wenn sie wollten. Aber irgendwie kriegen sie nicht auf die Reihe, irgendwas zu leisten. Und warum... ach, war hier ein Befestiger drin oder warum geht das gerade so langsam? Übrigens, ich habe 20.000 Rubinen, ich kann es nicht fassen. Hey, mit dem Rubinenrang kann man Rubinen sammeln. Ist ja unglaublich. Ah, Festungskommandant, auf dich habe ich gewartet. Dankeschön. Fee! Yay! Und auf in den Kampf. Hier gab es irgendwie für Link ein Herzteil zu finden. Ne? Und ein Herz, wenn man einen A-Rang kriegt oder so. Glaube ich. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe nicht so wirklich drauf geachtet. Ich versuche den A-Rang zu kriegen. Ich glaube, so viel wurden wir nicht getroffen. Wir wurden zwar immer wieder getroffen, aber immer nur für ein Viertel oder ein halbes Herz. Das dürfte noch im grünen Bereich sein. Und das heißt, wir könnten theoretisch noch einen A-Rang kriegen. Also versuche ich jetzt nicht nach einem Herzteil zu suchen, sondern ich versuche das ganze Herz zu kriegen, sofern es existiert hat.
Hier gab es keine Antisepsis, gab es eine Waffe für den Arang, oder? Also versuchen wir dann die zu kriegen stattdessen. Und das heißt, ich versuche jetzt einen Arang zu kriegen. Mhm. Klingt nach einem verdammt guten Plan. Fast so, als hätte ich mir was dabei gedacht. Mission erfolgreich, du hast den Feind geschwächt. Und jetzt machst du den Feind alle. Hallo Feind. Tot? Hauptquartier. Hallo feindliches Hauptquartier, ich brauche eine Fee. Zack. Und ich kann nicht mehr blitzdingsen, natürlich. Sobald man irgendwie in ein Feengebiet kommt, kann man nicht mehr blitzdingsen, weil das Spiel das so will. Haha, ich habe dich aus deiner Festung rausgeprügelt, Kanon. Ich habe auch kein einziges Special eingesetzt, ne? Mit Ganon habe ich das ständig gemacht, aber mit Link brauche ich das gar nicht. Ich habe meine Blitzdingsi-Attacke, die ist sowieso effektiver als jedes Special. Oh, da kommen auch sogar noch Rubine raus, wenn ich so eine Vase knacke. Okay. Hauptsache Rubinenboni. Nein, du solltest dich doch vorher umdrehen. Jetzt wollte ich extra mal ein Special machen, um einfach mal ein Special gemacht zu haben. Dann dreht er sich nicht um, die blöde Penner. Oh, da kommen silberne und Goldrubine raus. War das jetzt so ein Silberrubin? War ein Silberrubin 100 Rubine in Ocarina of Time und ein Goldrubin 200? Die gab es so oft nicht in dem Spiel, ne? Schwer sich daran zu erinnern. Mission erfolgreich. Okay, keine Rubine mehr für mich. Je mehr ihr euch windet, desto mehr tut es weh. Schön. Glaube ich. Okay. Was haben wir denn hier? Übrigens. Ja, nee. Später übrigens. Jetzt erstmal spielen. Ja, ja. Es gibt so viel zu erzählen und so wenig Zeit. Nee, eigentlich nicht. Eher umgekehrt. Es gibt so viel Zeit und so wenig zu erzählen. Aber man will ja ein bisschen sortiert vorgehen. Wenn man es hinkriegt. Also eher nicht. Schön, 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 schön. Mach weiter. Ich will jetzt sehen, ob ich jetzt nochmal Bonusrubine kriege, wenn der Abspann kommt hier. Also ob die Bonusrubine auch verdoppelt werden. Es sind auf jeden Fall 14.000 Bonusrubine. Zu den 20.000 Rubinen, die ich sowieso schon gekriegt habe. Ist das jetzt extra viel oder nicht? Ich weiß nicht. Und was habe ich da eigentlich gerade aus der Truhe gekriegt? Eine versiegelte Waffe, genau, so war das. Stimmt, das hatte jemand erwähnt. Oh Gott, das kann nicht sein. Große Fee des Waldes. Eine große Fee kämpft an deiner Seite. Eine Kollegin wacht wohl über ihre Quelle. Weil die hier Urlaub macht, um mit mir zu kämpfen oder so. Koordiniere deine Angriffe mit ihr. Der starke Angriff verbessert Zeit, weil ich den Angriff auf Kosten der Verteidigung. Ich kann nicht fassen, dass das wirklich... Oh Gott, das ist... Wir haben die große Fee des Waldes als Waffe. Ja. Kein Kommentar. Okay, was haben wir hier? Eine Ganon-Mission, in der es für Ganon unglaublich viele Dinge gibt. Muss ich jetzt die Schmetterlinge aufdecken oder das andere Ding? Ich glaube, ich muss beides, oder? Haben wir noch beides? Wir haben auf jeden Fall eine Lyra und wir haben einen Grabklauen. Das müsste also funktionieren. Ich habe zwischendurch nicht weitergespielt, ne? Also, ich habe nicht Material gesammelt oder sonst was, nicht gelevelt, nicht gar nichts gemacht. Ich hatte Nachtschicht. Ich habe gearbeitet, ja, das kommt vor. Und, Hyrule Warriors war mir dann relativ egal. Achso, du kannst nicht einfach nach links. Ich versuche nach links zu drücken, damit ich auf der anderen Seite des Bildschirms rauskomme. Das geht aber nicht. Ich muss den ganzen Weg nach rechts. Ja, dann grab mal hier. Eine neue Belohnung wurde freigeschaltet. Yay! Und da hätten wir Stufe 3 Schwert für Ganon. Dorf. Was ist das hier für eine Mission? Stufe 3 Waffe für Girahim, da haben wir auch keine Chance. Also nehmen wir doch lieber die hier. Die ungebetenen Gäste, begrenzt auf Ganon. Schon wieder keine Sia. Drum gelaufen, ne? Ja, nebenbei, nebenbei war nebenbei, nebenbei. Ich habe vorhin die Aufnahme schon mal gestartet. Bevor ich, also quasi bevor jetzt dieses Let's Play mit Part 92 weiterging, habe ich schon mal eine Aufnahme gestartet und wollte das Let's Play weitermachen. Und es war genauso konfus wie das, was ich im Moment gerade abliefere. Was durchaus berechtigt ist, durch nach wie vor, aber ich habe was versucht. Ich habe versucht, mit Wiimote und Nunchuck zu spielen. Es war
interessant und sinnlos. Also einerseits interessant, weil man nicht, wie ich erwartet hätte, mit dem A-Knopf zuhaut, sondern durch Schütteln der Wiimote zuhaut, was nicht gerade sehr hilfreich ist beim Spiel, wo man durchgehend irgendwie den Y-Knopf sonst hämmert. Also alternativ bleibt dann halt wirklich, wenn man mit Wiimote und Nunchuk spielt, dass man durchgehend diese Fernbedienung schüttelt, weil man einfach immer zuschlägt. Es gibt keine Pause, wo man mal kurz nicht zuhaut. Man schlägt durchgehend, also ist das mit der Wiimote echt nicht gerade super gerechtfertigt, würde ich sagen. Ist nicht so toll, einfach sich die ganze Zeit da einen abzuschütteln. Und so nebenbei ist das Ganze dann daran gescheitert, dass mein Nunchuk rumfällt. Also ihr kennt das, ne? Also so ein Nunchuk, das schießt man per Kabel an die Wiimote an, wenn man nicht gerade ein Funk-Dings hat oder was der Geier wie die Verbindung ist. Also es gibt es auch kabellos, aber prinzipiell schließt man das Ding über ein Kabel an der Wiimote an. Und bei mir hatte das dann irgendwie den Effekt, dass es erst überhaupt nicht funktioniert hat. Und als es dann funktioniert hat, bin ich automatisch immer rechts um den Kreis gelaufen. Das war irgendwie nicht so das, was ich wollte. Und das macht das Spiel dann auch nicht gerade einfacher, kann man glaube ich nachvollziehen. Ne? Also wenn ich nicht gezielt irgendwo hinlaufen kann, sondern immer nur rechts rum im Kreis meine Runden drehe, habe ich relativ niedrige Chancen, um das zu erreichen. Besiegen feindliche Hauptleute und Logan Feldmarschall davor. Ja, ich bin bei den Hauptleuten. Bin ich eigentlich auf der Karte? Ach, da oben. Da gibt es irgendwo eine Fee ganz in meiner Nähe und irgendwo unten greift irgendwer irgendwas an, das nicht mein Hauptquartier ist. Kannst du mal bitte draufgehen, Agneta? Guck dir die Radieschen von unten an oder die Regenwürmer oder... Ne, Regenwürmer sind keine Insekten. Gibt es irgendein Insekt, das unter der Erde lebt? Mit Sicherheit, aber ich kenne jetzt gerade keins. Regenwürmer sind übrigens toll, die haben mir was voraus. Die haben 4 Gehirne. Und ich habe nicht mal eins, zumindest im Moment gerade, und deshalb sind Regenwürmer toll. Genau. So, Fee erobert und... Da sind schon wieder Hauptleute aufgetaucht hinter mir. Egal, ich will jetzt erstmal das Gebiet da unten verteidigen. Um das Gebiet einfach verteidigt zu haben. Und dann kümmere ich mich um eure Hauptleute, okay? Wen haben wir denn hier? Ach, jede Menge komische Fuzzis und... Wer ist jetzt hier der Hauptmann? Ist das... Der Skelettfuzzi, oder? Bist du tot? Du wurdest zu Tode geschält. Und mit meiner Hand der unglaublichen Handarbeit vermöbelt. Hör auf, dich auf mich fallen zu lassen und brutzel in meinem Blitz. Ja, der Brutzelblitz des Todes. Krabusch! Stufe erhöhen. Schön. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich irgendwie meine Specials verballert. Aber okay. Warum wärst du das Abgegner? Hm? Das Hauptquartier droht zu fallen. Ich bin doch schon im Hauptquartier. Außerdem droht das nicht zu fallen. Ne, ich bin nicht im Hauptquartier. Wo ist mein Hauptquartier? Hä? Ich kann auf der Karte kein Hauptquartier sehen. Wo ist mein Hauptquartier? Auf der anderen Seite. Aber das wird doch gar nicht angegriffen. Da sind doch gar keine Gegner drin. Warum droht das zu fallen? Hä? Lakritz? Jetzt ohne Scheiß? Lakritz? Ah, ihr seid meine Verbündeten jetzt. Ach so, ist okay. Da? Hier ist doch gar keiner. Aber ich werde mal von irgendwas ausgebombt. Da ist nur irgendwo ein Manantla oder so. Dann kümmern wir uns mit denen als nächstes, mein Leben. Was zum Geier ist hier los? Ich verstehe nur Bahnhof. Und hier gibt es 2 Skulltullas und Herzen und dies und das und hier. So eine Waffe gibt es auch noch. Von A-Rang, ja, okay. Ich hab gedacht, mein Handler schießt nicht auf mich, wenn ich in der Festung bin. So. Ein Problem weniger. Verdammt, ich habe eigentlich gedacht, ich locke jetzt damit den Hauptmann hervor. Okay, nochmal. Und jetzt ist der Hauptmann da und stirbt auch direkt. Oder auch nicht. Jetzt stirbt er aber. Gut. Thema erledigt. Nächstes Opfer. Unten ist noch ein so ein Handler-Ding, das auf mich schießt. Theoretisch.
Also nicht auf mich, sondern auf mein Hauptquartier. Also sollte ich eigentlich unten das Gebiet zuerst erobern, weil mein Hauptquartier sonst irgendwann fällt. Warum bin ich jetzt trotzdem in der Nordwestfestung? Ich weiß es nicht. Weil sie gerade um die Ecke war oder so. Vielleicht kriege ich dadurch mal ein paar mehr Stoßtruppen oder so, wenn ich die einnehme. Das Hauptquartier für kurz auf den Fall, wie kann das sein? Bliblablub. Ja genau, wie kann das sein? Das kann doch nicht sein, dass mein Handler allein so viel Schaden an meinem Hauptquartier macht, dass es kurz davor steht zu fallen. Ich finde es übrigens schön, dass ich jetzt das Herzteil hier kriege. Die Frage ist nur, wenn jetzt die Mission fehlschlägt, muss ich das Herzteil nochmal sammeln? Andere Richtung, hier lang. Ja. Dieser Ort ist fest in unserem Besitz. Und das Herzteil auch. Es sei denn, wir verlieren die Mission, dann ist es nicht mehr in unserem Besitz. Und die Truppen von Agneta rücken in mein Hauptquartier vor. Das ist schön. Ihr seid egal. Ich muss meinen Handler ausschalten. Mein Handler. Der hoffentlich hier ist. Genau. Zweimal sogar. Okay. Und jetzt muss ich gleich wieder hochgehen, mein Hauptquartier verteidigen. Das ist zu viel auf einmal, aber ich will das hier trotzdem noch einnehmen, damit ich das einfach erledigt habe. Ja, man will ja auch irgendwann mal irgendwas zu Ende bringen. Ich finde übrigens, dass Ganon sich immer noch verdammt gut spielt. Also seine Angriffe sind schon Wahnsinn. Eigentlich dürfte ich gar keine Zeit mit euch verschwenden, nur das mal gesagt zu haben. Skulptura wurde auf den Plan verzichtet. Und sie ist theoretisch ganz in meiner Nähe, aber mein Hauptquartier muss doch verteidigt werden. Mein Hauptquartier, okay, dem geht's noch gut genug. Ich suche die Skulptura. Musik, geh weg, dann weiß ich, wo die Skulptura ist. Hier jedenfalls nicht. Hä? Wo sollen die sein? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich kann sie jetzt auch nicht mehr kriegen, ne? Ich höre immer noch Musik. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich höre immer noch Musik. Wo ist die Skulptur? Ach, in dem Geheimraum, verdammt. Darauf hätte man kommen können. Ja, das ist ja dieser Raum, den wir irgendwann mal freigesprengt haben. Und da ist auch die Skulptur, die jetzt sofort verschwindet, wenn ich dort bin. Oder auch nicht. Okay. Sie hat mir noch eine Chance gegeben, finde ich in Ordnung. Da hätte ich aber echt direkt drauf kommen können, das ist so offensichtlich. Das war zu offensichtlich. Ja, ja. Offensichtlich zu offensichtlich. Wo sind eigentlich die ganzen gegnerischen Truppen hin, die die ganze Zeit versuchen, mein Hauptquartier anzugreifen? Hat die irgendjemand besiegt? Ich nicht. Also, wer macht hier meine Arbeit? Das finde ich ja begeisternd. gut, Skulptura haben wir, Herzteil haben wir. Was gab's hier noch? Ein ganzes Herz? Ich weiß nicht wofür, für einen Arang oder so. Den kriegen wir sowieso nicht, weil ich mich viel zu viel treffen lasse. Ja, das ist der große Nachteil, ne? Wenn man immer diesen Wusch-Angriff hier macht, genau den. Man macht sich sehr, 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 sehr stark zur Zielscheibe und das ist natürlich nicht sehr intelligent, wenn man sich wenig treffen lassen sollte. Ja, also wenn man wenig getroffen werden sollte, dann sollte man Angriffe machen, mit denen man sich nicht zur Zielscheibe macht, um den getroffen zu werden. Unglaublich, aber wahr. So, da oben laufen noch irgendwelche Hauptleute rum, die wir eigentlich besiegen sollten. Und habe ich eine Fee? Ja, ich habe eine Fee. Dann, oh, ich mache gerade noch das Gebiet hier unten, weil ich es kann. Der Goronenhauptmann wurde vertrieben. Das ist schön für den Goronenhauptmann. Rückzug! Ja, als nächstes ziehen sich die Gegner zurück, das verspreche ich. Zumindest in dem Gebiet hier. Der Moblin ist in Bedrängnis. Ist der irgendwie wichtig? Ich sehe keine Fahne auf der Karte, also ist niemand wichtig, oder? Ach, da gibt's sogar was. Ups. Ist hier das ganze Herz, das große Herz? Was gab's denn dann für einen Aran? Ach, eine Waffe? Ja, stimmt, eine Stufe 3 Waffe. War das so? Ja, okay, meinetwegen. Also man kann sagen, was man will.
ob ich es den A-Rang kriege oder nicht. Die Mission war an sich sehr erfolgreich. Ich habe irgendwie, naja, ein Herzteil gekriegt. Ich habe ein ganzes Herz gekriegt. Ich habe eine Skulptula gekriegt, die nichts mehr bringt in dem ganzen Spiel, aber ich habe sie. Das ist super. Habe ich schon erwähnt, dass ich 50 Skulpturas habe und damit das ganze Spiel sinnlos ist? nee, also das war das letzte Upgrade für den Shop. Ne? Also mehr als 50 Skulpturas bringen für den Shop nichts mehr. Zumindest behauptet das das Spiel an sich. Vielleicht bringen sie doch mal irgendwann irgendwas. Vielleicht nicht zwingend für den Shop, aber irgendwas halt. Aber ja, wenn ja, dann weiß ich nicht was. Ist ja auch egal. Kannst du bitte tot sein? Du kannst nicht, okay. Dreh dich doch um, Mensch. Yeah! Jetzt bist du aber tot, oder? Und ich habe vergessen, mir einen Rubin dran zu machen, bevor wir die Mission gestartet haben. Ich bin intelligent! Ich bin genial! Ich hab's total drauf! Und ich mache immer genau das, was ich vorhersage, genau. Ich wollte gerade sagen, prognostiziere, genau, prognostiziere. Ist das ein offizielles Wort? Also es gibt das Wort Prognose als Synonym für eine Vorhersage. Also eine Prognose ist gleich eine Vorhersage. Aber wenn ich etwas vorhersage, prognostiziere ich das dann? Prognostiziere ich das. Ich weiß nicht, ist das das richtige Wort? Keine Ahnung, lernen wir was Neues. Aber es gibt einen tollen Spruch dazu, wo wir schon bei hirnlosen Sachen sind und so, und ich sowieso auf hirnlose Sprüche stehe. Mission erfolgreich. Ein ganz toller Spruch, finde ich toll. Ich mache keine Prognosen und das werde ich auch nie. So, und wer den nicht verstanden hat, der darf jetzt mal 10 Minuten drüber nachdenken. Ist ein toller Spruch. Gut.